Herzlich willkommen hier auf der Control 2023. Ich stehe hier zusammen mit Karl-Jürgen Lenz, Geschäftsführer bei OGP Messtechnik. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Welche Trends sehen Sie denn aktuell in der Qualitätssicherung? Also ich will nicht zu viel ausholen, aber es gibt über längere Zeit einen Trend. Das kam alles mal vom Messraum. Da gab es hochspezialisierte, qualifizierte Mitarbeiter, die nur das gemacht haben. Inzwischen, das ist jetzt 2, 3 Jahrzehnte, ist das fast ausschließlich in der Fertigung. Und dort sind die Qualifikationen, wie kann man die Fertigung verbessern, am Laufen halten, überwachen. Und dafür braucht man ebenfalls hochqualifizierte Mitarbeiter. Aber die können nicht gleichzeitig Messtechnik oder sollten es nicht. Also ist der Anspruch an die Messtechnik massiv anders geworden. Es muss extrem einfach zu bedienen sein. Natürlich ist die Messe immer noch anspruchsvoll, es muss programmiert werden, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das war von Siemens vor ein paar Jahren in einem Leiterplattenwerk. Da sind wir aufgefordert worden, ein Gerät zu diskutieren und der einzige Fokus war einfach, einfach, einfach. Also nur einen Knopf drücken, fast nichts tun. Und dann habe ich mir das hinterher mal angeguckt und dann hat mir der Projektleiter erklärt, hier die große Halle, weiß ich, 40 Maschinen, die irgendwas mit Leiterplatten zu tun haben. Und in der Mitte steht dieses eine kleine Messgerät. Und da habe ich ihm gesagt, warum haben Sie das so drauf geachtet? Sagt er, mein Job war, nicht nur das Messgerät zu besorgen, sondern die 85 Schichtarbeiter an dem Messgerät einzulernen. Dafür hatte ich pro Mitarbeiter oder Gruppe etwa 10 Minuten. Dazu gehört einschalten, hochfahren, drauf gucken, Knopf drücken, alles Grafik und das macht er damit oder nicht. Und da habe ich gesagt, das hat lange gedauert. Er hat gesagt, es hat 6 bis 8 Wochen gedauert, bis ich die alle mal in die Filiale. Gut, das ist so ein bisschen in der Zusammenfassung der Kern, wo es mehr und mehr geht. Es kommt was noch dazu, wenn Sie sowas installieren. Bringen wir ein anderes Beispiel, sagen wir mal Waschmaschine. Jeder von uns kann in den Laden gehen, sagt, ich hole die Waschmaschine, kaufe die, gehe auf den Karren, gehe ins Auto, schaffe die nach Hause, mache mir selber die ganzen Wasseranschlüsse, ist eine größere Geschichte. Und heutzutage auch noch ins Home-Netzwerk alles rein. So war das früher. Wir versuchen massiv in Richtungen zu gehen, pass mal auf, alle Services, die darum gehören, zum Beispiel, also klar, es gibt einen Rahmenvertrag mit den Services, nicht nur das Gerät. Und dann binden wir das an, heutzutage ganz wichtig, in die MES-Strukturen mit statistischer Prozesskontrolle. Jeder hat da ein bisschen was anderes. Und das ist sagen wir mal, eine Spezialität, die wir zu der Hardware dazu mitliefern. Also Sie sehen, das Ganze einfacher bedienbar, Kosten senken im operativen Betrieb. Das heißt, die Bedeutung der Qualitätssicherung in den Firmen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Oh ja, es ist wichtiger geworden, aber ich habe versucht, in dem Bild zu zeigen, die Ansprüche sind anders, die Qualifikationen in der Summe sind immer noch die gleichen, aber viel effizienter angesetzt. Was für Neuheiten haben Sie denn mitgebracht auf die Control dieses Jahr? Wir haben einmal eine Software, das nennen wir Smart SCS. Das tut genau das. Gebe Ihnen ein Beispiel, Sie haben wieder eine Firma und sind zuständig für eben diese Schichtarbeiter. Sie haben jetzt aber nicht nur ein OGP-Gerät, Sie haben von 5 verschiedenen Herstellern, jeder Hersteller andere Oberfläche. Alles ist unterschiedlich, ist ganz schwer einzuüben. Wir bieten eine Zusatzoberfläche, die vereinheitlicht über alle und das zeigen wir hier. Zusätzlich zeigen wir eine Hardware, ein völlig neues Multisensor-Messgerät, was neue Fähigkeiten hat, wesentlich weniger Mechanik eingebaut hat, viel mehr voll elektronisch und digital. Wunderbar, sehr interessant. Und dann sehr vielen Dank und eine erfolgreiche Messe noch. Dankeschön und Ihnen auch. Alles Gute.